Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben im letzten Part... Endlich, muss man mal sagen. Alle Feen zusammenbekommen. Das heißt... Richtig. Boss Time. Nach dem Boss... Jetzt auf die Ranch. Und nach der Ranch geht's in den Reihen des Deku-Palasts. Also. Das ist die Tür, die wir brauchen. Ah, er schon wieder. Der hat mich beinahe das ganze Leben gekostet hat im letzten Part. Der kommt noch ein paar Mal vor. Aber was auch Thematik von dem Game im Allgemeinen ist. Man hat's eilig, es ist Stress. Das ist der gesamte Tonus von dem. Das ist der ganze Ton von dem Spiel. Mit der Zeitverlangsamung, finde ich zum Beispiel, haben sie... Na, geht doch. Ich weiß, ich soll es wegmachen, bevor es Eier legt. Und das sage ich zum Beispiel als E-Mail über viele Jungler. Mach es weg, bevor es Eier legt. Sag ich aber auch zu Yasuo ADC. Mach es weg, bevor es Eier legt. Hier gibt es kein Schüsselchen. Ach, reden kann ich ja dann immer. Wurscht. Den Master Key. Nice. Autsch, das war eine sanfte. Das nenne ich mal eine sanfte Landung. Da können wir sagen, in dem Zyklus jetzt, dem jetzt ein Großteil dieses Let's Play stattgefunden hat, haben wir eine Menge geschafft. Das heißt, wir haben Masken noch und nöcher geholt. Und wir haben jetzt gleich wieder den letzten Tag erreicht. Und jetzt heißt es erstmal eine Runde. Richtig, Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd mit der... Verfolgungsjagd gegen Goat, aber wir sind die Polizei. Das heißt, wir sind in dem Fall Sergeant Cross. Aber zum Thema, dass man mal Gangster, mal Polizei ist, habe ich ja schon ein Need for Speed Let's Play gemacht. Findet ihr übrigens auf dem Kanal. Mir hat das Let's Play Spaß gemacht. Vielleicht würde ich das Spiel nochmal streamen. Ich weiß es nicht. Stählerner Albtraum Goat. Ja, gotischer Stahl. Dem hetzen wir jetzt nach. Dem Stier setze ich jetzt nach.
Das ist der Vorteil, dass hier überall Mana-Kröge rumliegen. Gebt das Mana nicht aus, während ich... Nämlich das Besondere eben an dem Bossfight ist, dass der eben in einem Rundkurs stattfindet, logischerweise. Weil man kann den ersten Boss auch als Deku besiegen. Dämmerung ist letzte Tag und bleiben 24 Stunden. Aber dennoch... Ob ich Carfiles Quest machen werde... Weiß ich nicht. Das weiß ich echt noch nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hab's immer im DS-Remake versucht. Bin aber genau an der letzten Aufgabe gescheitert. So, da lad, die Funken sprühen schon mal. Das ist gut. Ich weiß, es war die... war die uneleganteste Weise, wie ich diesen hier hab Schaden zufügen können. Alter! Ich wusste nicht, dass Taurus Donnerblitz lernen kann. Wenn doch, dann habe ich es ihm beigebracht, weil es keinen Sinn macht. Taurus geht man auf AD und nicht auf Fähigkeiten. Nicht auf Spezialangriff. Wissen tut's aber jeden. Wissen sollte man das. Das Grundwissen. Nice. Weg ist er. Jetzt können wir alles noch auf dem Piki Berniet auf dem Berg nochmal erledigen mit den Feen. Wir können zur Farm. Wir haben sowieso die Brammen-Maske. Nicht Brammen. Brammen ist übrigens cool. Mag Brammen. So, der Hard-Container. Und Goths Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Goths gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt Dank für deine Rettung. Im nächsten Zyklus werden wir uns da mal um unser Blade kümmern. Wir brauchen ein stärkeres Blade. Was seid ihr? Wächter? Wächter? Also seid ihr die Schutzgötter. Weshalb wart ihr in den Tempeln? Aber warum die Schutzgötter? Nein, warte, hörst du mir zu? Warte! Ja, time is running. Und zwar buchstäblich. Jetzt rennt die Zeit aber wirklich. Aber wegen schön mit anzusehen, dass die Goronen wieder auftauen. Die mögen es nicht, wenn es kalt ist. Und wenn sie aus Stein bestehen. Hm?
Na, geht doch. Erst müssen wir auf den Berg, dann müssen wir wieder runter vom Berg, dann müssen wir auf die Farm. Bisschen was haben wir noch in dem Zyklus? Aber es ziehen wir in einem durch. Bei dem Zyklus macht man noch zu Ende. Das heißt, wir machen jetzt die Fee, holen uns die Bremen-Maske. Was habe ich nur die ganze Zeit über gemacht? Warum sitze ich überhaupt hier? Und warum liegt hier Stroh? Kann man sich auch fragen, und warum liegt hier Stroh? So, und das war Fee Nummer 2. Zwei Dungeons komplett in einem Zyklus. I can proud of me. Aber ist mit dem Zyklus auch relativ easy gegangen. Wenn man nicht noch nebenbei Lieblingsschätze im Minispiel übersehen hat. Und vielleicht machen wir es ja noch. Weiser junger Freund, ich bin die große Fee der Weisheit. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich deine magischen Kräfte verstärken. Doppelmana! Her damit! Und das können wir brauchen. Deine magischen Kräfte wurden verbessert. Ab sofort stehen dir die doppelte Menge an Zauberkraft zur Verfügung. Das heißt, ich kann mehr Pfeile in den Wind schießen. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Ich muss eh nur noch einmal in die Berge. Beziehungsweise müssen wir... Da müssen wir eh nur noch einmal hin. Wir müssen nämlich noch eine Prüfung ablegen. Wir müssen noch ein Schwert schmieden. Prüfung ablegen, Klinge schmieden. Easy, was steht noch an? So. Der Rassistenhund soll mal woanders Rassistenhund sein. Rassismus suckt balls. So, und den Vogel lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ich brauche kein Geld. So, du kommst mit. Ich schieße trotzdem mal Tingle mit Feuerpfeilen runter. Das ist besser aus. Aber wir nutzen den Zyklus komplett aus. Heißt. Huch, eine weiße Fee, aussehen. Ja, ja, bla bla. Ich will schon mal die Karte fürs nächste Gebiet. Das ist die Farm der Gebrüder Gorman.
Rennbahn-Hintereingang. Bitte melden Sie sich am Hauptbahnhof. Aha. Ja. Milchstraße, und so heißt nicht nur unser Universum. Und kleiner Fakt am Rande. Heißt mit dem... Und das ist die berühmt-berüchtigte Romani Ranch. Wir werden die Zeit natürlich noch komplett ausnutzen. Der Hühnerschuppen, da müssen wir eh hin. Und es hat einen Grund, warum sie so verstört ist. Das werden wir noch rausfinden. Aber nicht jetzt und nicht heute. Hunderennen. So, erstmal brauchen wir die Bremen-Maske. Was ist im Englischen? Nach der Stadt Bremen, die Bremer Stadtmusikanten. Dann reden wir mal kurz mit Guru Guru. Nicht Guru Guru, mit Gronk. Nicht Gronk. Mein Großvater hat es mir gesagt: Der Mond, der fällt bald rund. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die ein schön. Ach. Ich find's nur schade, dass ich nie was erleben werde, wie die Kirchen zu schützen. Der Hühnerfreak Freak Grog wurde ins Notizbuch eingetragen. Dem helfen wir mal nach. Dem Kollegen helfen wir mal nach. Das wären stolze Exemplare. Es ist für mich aber immer so eine Angewohnheit, der erste Zyklus, nachdem man wieder auf alles Zugriff hat, quasi auf sein Schwert, auf sein Schild, den ersten und oder zweiten Dungeon mitgemacht hat, immer gleich mir die Hühner zu holen, ist so eine Angewohnheit. Das habe ich mir angewohnt. Also deswegen lassen wir hier die Kollegen gleich mal marschieren. Dann müssen wir eh noch mal rüber zu den Dekus. Weil es macht sich mit Hasenohren auch ideal. Das ist die Maske, die wir uns noch sichern. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Ja, du kannst das hier haben. Du hast die Hasenohren erhalten. Welch prächtige Ohren. Obwohl die Kraft der Wildnis auf dich übergehen wird, aber die sind so kawaii. Yeah, jetzt sind sie zu hellen geworden. Ja, ist so schön Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat. Und über den Dämmerwald rennen wir dann zum Palast. Da können wir jetzt auch noch was holen, weil... Schicke Öhrchen! Wir haben durch dann schicke Öhrchen. Oh, my God.
Deswegen wird der Part ein bisschen länger, dass man weiß, okay, der Zyklus ist abgeschlossen. Wenn man weiß, okay, der Zyklus ist vorbei. Und was weg ist, ist weg am Zyklus. Und was wir in dem Zyklus noch mitnehmen können, haben wir. Was wir haben, haben wir. Deswegen liebe ich die Hasenbahn. Also lege ich mir auch schon mal den Bogen auf. Mache ich aber auch nur, weil es sich gerade so schön für den Zyklus anbietet. Mal schauen, was wir so alles im nächsten Zyklus schaffen. Vielleicht der nächste Zyklus wird nämlich der mit Abstand interessanteste. Und in wie viel Zyklen? Link, ihr habt für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Dank unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Folgt mir! Bitte folgt mir! Gerne doch, James! Und aufgrund von den Hasenohren kann ich mit dem Butler sehr gut mithalten. Und diese Laubkerle sind Wächter. Die können nichts machen, weil der Butler da ist. Der Butler ist sowas wie deren Chef. Und mit den Hasenohren kann man dem sehr gut mithalten. Und man bleibt auf gleicher Höhe. Weil er hat ja einen Schirm und fliegt dadurch. Heißt, was er mit dem Flug im Vorteil ist, muss ich dadurch quasi mit Füßen wieder ausgleichen. Einfach gesagt, er hat quasi eine eigene mobile Dekoblume dabei. Genau deswegen habe ich den Bogen ausgerüstet, dass ich mir die Flammen wegmache. Und die Dekomaske war hier quasi in dem Dungeon gar nicht erst von Belang.
Gut gemacht, Link. Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nehmt sie an. Beinohren! Jawohl. Du hast die Maske der Düfte erhalten. Diese Maske erhöht dein nasales Feingefühl. Drückst du C, verstärkt sich die olfaktorische Wahrnehmung. Was? Ah, das ist ja also mit der Nase, logischerweise. Deiner Nase kann nichts entgehen. Wenn ich euch so betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber noch ein würdiger Gegner. Damals als mein Sohn. Bitte vergib. Nö, nö, kein Ding. So, doch kein Ding darstellen. Wir haben die Hasenohren, wir haben die Maske der Düfte. Nur die eine Sache, ist mir beim Nachspiel ein bisschen was schief gelaufen, aber das eine Herzteil soll jetzt, macht es den Braten auch nicht mehr fett. Dann geht's jetzt erstmal in eine Stadt. Nochmal Lieblinge und Schätzchen Minispiel. Das, boah, komm, können wir machen. Da haben wir sonst noch nichts zu tun. Der Fuffi interessiert mich gerade nur bedingt. Oder einfach gesagt, der tangiert mich peripher. Ende des Postboten kriegt man bei Carfi-Quest. Ich glaube, wir haben einen Besucherliebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, bist du ein Versuchwagen? Heute ist der ganze Tag über Ziel schießen, nicht wahr, Schätzchen? Na klar, hau raus. Ich darf alle Ziele mit der Zeit für unser Tänzchen benötigen. Aber wenn du von der Plattform fällst, ist das Spiel vorbei. Stimmt, Schätzchen? Ich bin bereit, Musik spielen. Autsch! Autsch! So, da la, Lieblings... Hat jeden Tag ein anderes Spiel. Ich weiß, ich habe den Gaul komplett von hinten aufgerollt, aber es hat sich gerade so angeboten. Na geht doch! Alles in der Zeit. Optimal. Perfekt. Ah, okay, zwei Treffer, aber ey. Hast du das gesehen, Liebling? Das war perfekt. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Ja, nice. Her mit der Kohle. Nervt, zeig mir mehr von deiner Lieblingsschätzchen. Ah, nehmt euch ein Zimmer. Ich werde da mal Cash einzahlen. Jetzt werden wir noch Cash einzahlen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns in Pikibernia, nicht Pikibernia, in der Bergsiedlung mit 100 Rubinen wieder. So viel kann ich euch schon mal spoilern. Thank you.
Erstmal wird das ganze Geld hinterlegt. Wir haben 330 Rubine. Und damit werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es war ein bisschen lang. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir haben ein Minispiel gespielt. Boss geklatscht, Masken geholt. Alles, was ich wollte. Und beim nächsten Mal sehen wir uns eben... Ja. Wie schon gesagt, erster Tag, Bergdorf wieder. Tschu-tschu!